Rainer? Ja. Du spürst so einen Ruck an deinem Arm und auf einmal landest du im Fluss. Rainer! Was? Ich werfe sofort mein Detect Magic an, warte. Ich stehe auf, gehe zum Fluss und streck die Hand Richtung Rainer. Ich auch. Also wie ich das verstanden habe, bin ich direkt unter Wasser gezogen worden, oder? Du bist nur im Fluss gelandet. Also du kannst dich bewegen, bla, alles. Okay. Ne? Also du wirst nicht runtergezogen, sondern du bist einfach nur im Fluss gelandet. Detect Magic! Du siehst schwache Form von Magie, die an der Stelle ist, wo Rainer saß. Welche Schule? Falsche, warte. Transmutation. Magische. Transmutation. Ich sehe Verwandlungsmagie hier. Irgendeiner spielt uns wieder Streiche. Na, wie toll. Ich strecke übrigens meine Hand immer noch Richtung Rainer aus. Ja, warte kurz. Ich ignoriere sie und stehe so auf. Ich zuck nur mit den Schultern und gehe dann wieder zurück zu Crown. Ja. Sag mal. Ja? Du fliegst jetzt auf Rainer drauf ins Wasser rein. Oh nein! Rainer, du wirst davon... Nee, du kannst einen Reflexwurf machen. Du willst wirklich, dass ich sie umbringe, oder? Not on my watch. Da. Kann ich auch noch versuchen, mich zur Seite irgendwie zu werfen während dem Fall? Nee, du hast ja schon gut geschafft. Also alles cool. Alles, was passiert, ist jetzt intended. Ja. Absolut geschafft, sagt er. Ja. Also, Rainer, ne? Also, du willst gerade noch so ausweichen und hältst sie so fest. Direkt an die Brüste. Er so. Und dann? Ja, versucht sie mich wieder zu ersaufen. Wie tief ist der Fluss? Kann ich darin stehen? Am Rand kannst du stehen, in der Mitte eher nicht so. Kann ich jetzt gerade stehen? Jetzt gerade stehst du, ja. Also gut, aktuell liege ich jetzt noch. Gut, ich schub sie von mir runter, stehe auf und fluche gut hörbar. Jetzt versucht ihr mich auch schon zu ersaufen und gehe. Stopp. Rainer, mach mal einen Diplomatiewurf. Diplomatie, mal gucken, wo das ist hier. Diplomatie. Derweil möchte ich gerne reden. Wenn das Absicht gewesen wäre, hätte ich das bestimmt nicht so tollpatschig gemacht. Ich denke, hier ist Magie im Wunde. Macht vorsichtig. Das ist keine Magie, das ist hier scheiß Alkohol. Ich hab genommen hast, das ist was Dummes. Kron, also da dein Detect Magic noch an ist, du siehst, dass da wieder Transmutation am Werk ist. Hier wird Verwandlungsmagie gewirkt. Ja, du stehst doch nur auf ihrer Seite. Du bist doch genau so ein Schabernack. Verdammte Axt. Ja, eine Axt, die sollte ich mir eventuell für euch kaufen. Hört auf zu jammern, dann holt eure Armbrust, verdammt. Ich werde genau das tun. Aber nicht auf mich schießen, oder? Ihr seht, wie neben Rainer noch zwei weitere Rainer auftauchen und in demselben Maße fluchen. Nein! Aber keinen Ton dabei von sich geben. Es würde nicht einer davon reichen. Übrigens, Kron, Illusion. Das hättest du... Ich sehe, welchen Zauber du gezaubert hast. Ich weiß, dass es Illusion ist. Also meanwhile würde ich auch zu Saverda gehen und sie ihr aufhelfen. Ja, ich glaube, die hat das, mir aufhelfen. Halte meinen Stab bereit und mein Symbol ist Pharasmas. Das, falls sich hier jetzt irgendetwas zeigt oder nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, in der Zeit gehe ich jetzt halt zu meinem Zelt und versuche meine Sachen kurz zu trocknen. Und ich nehme auch jetzt meine Armbrust in die Hand. Ja, die zwei weiteren Rainers nehmen auch die Armbrust in die Hand. Gut. Sehe ich das? Wenn du nach links oder rechts guckst, ja.
Siehst du, dein Nilsbeil ist immer nur so ein Hinterkopf von dir. Die machen deine Bewegungen nach. Also die sind direkt neben mir, die sind halt auch in, ich habe ja, was habe ich so... Ja, ja, die stehen so, die stehen so eine Armlänge Abstand. Links, rechts. Ich würde gern einen Stein auf eine Illusion werfen. Einfach nur, um zu wissen, ob Rainer das auch spürt. Du nimmst jetzt mal Rainer ins Target und dann machst du mal einen ganz normalen Angriff mit deinem Dagger. Also einen Fernangriff mit deinem Dagger. Ja, erstmal sicher gehen auf das Auge. Es geht ja nur darum, ob sie treffen würde. Ich schneide der Illusion mal die Kehle auf, mal gucken, ob das Rainer spielt. Oh fuck, es war Rainer. Wieso Dagger? Ich wollte doch nur mit einem Steinchen nachgehen. Ja, es geht einfach nur um den Wurf, dass ich dir jetzt keinen Stein ins Inventar reinziehen muss. Wir sollten allgemein nur Improved Weapons reinziehen, einfach nur, dass wir das verwenden können. Woher weißt du eigentlich, welche die Illusion ist? Du hast den Damage gewürfelt übrigens. Du hast Dreck geschlitzt. Hä? Weiter, du bist tot. Nicht den Damage von des AMG gegen... Genau. Ich muss Rainer gleich mal den Damage wieder wegnehmen. Ja, es war auch ein guter Treffer, muss ich sagen. Also wenn sie Schaden macht, dann tut's dir richtig weh. Ja, also Rainer, ne, du siehst, Kia hat einen Stein, ne, der wirft sie in deine Richtung. Also zumindest bist du der Meinung, sie will ihn in deine Richtung werfen, weil sie wirft ihn quasi, lässt ihn aber zu spät los und er landet genau vor ihren Füßen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ihr seid immer noch unsere Bogenschützin? Ich schaue Kür an, mit der Armbrust fest in der Hand, wage es noch einmal. Wir sollten es vielleicht sein lassen, Dinge zu werfen. Ich wollte nicht auf dich werfen, ich wollte auf die Illusion werfen, um zu wissen, ob du auch davon betroffen bist. Aber offensichtlich machen sie genau das gleiche wie du. Wir müssen nicht mit Steinen auf Rainer werfen. Ihr wisst, er hat da ein Problem mit. Ich gehe zu einer der Illusion und poxe mit meinem Stab an. Würfen W3. Ich links. Nee, nicht das in der Mitte, sondern links. Ich sag, würfen W3. Vielleicht ist ja auch eine. Ein D3 oder was? Das ist die Nummer 3. Wir nehmen die Nummer 3. Ja, du nimmst den ganz, du nimmst den ganz rechts außen und du fährst. Auf die linken gezielt. Nein, Spaß, du hast schon auf den linken gezielt, aber du triffst. Dein Stab geht durch. Also, ne, du gehst da einfach so durch. Rainer, du hast nichts gespürt. Er hat nichts gespürt, aber ist er dann irgendwie... Hat er da trotzdem irgendwie einen Fleck oder so? Ich weiß ja jetzt nicht, wie doll das war. Nein. Ich hab doch eine Illusion erwischt. Also ich werde wahrscheinlich einfach so... Ja. Okay. Also, das ist keine Durchschnitt. Ich schaue in links und rechts. Wow! Kron, du warst das! Die Hexenmeister! Die Illusion machen das selber. Ich kann keine Illusionen, du Depp! Ich hau ihn. Stopp, W3. W3. Ja, die 2! Ich hab die Nummer 2 erwischt. Du triffst eine Illusion. Okay. Verdammt! Hä, das war doch auch gerade kein W3. Das war ein W6. W6 durch 2. Ach so. Einfach. Du triffst eine Illusion. Das würde ich jetzt auch an deiner Stelle sagen. Ich mach doch hier. Ihr wollt mir alle nur Böses. Habt ihr mich schon mal eine Illusion wirken sehen? Ich weiß nicht, was du da für schwarze Magie alles kannst. Rainer, siehst du die nicht? Hinter seinem Kopf entstehen so kleine Glühwürmchen, Rainer. Ihr seht's auch. Kron sieht's nicht, weil hinter dem Kopf von Kron, die so einen kleinen Pfeil auf den Kopf von Kron bilden. Du bist genau wie die anderen. Mach sie weg! Jetzt bleib mal ganz ruhig hier. Es ist doch nichts passiert. Mach mal einen Wurf auf Diplomatie. Kann ich Course 4 auf Rainer zaubern? Kannst du, ja.
Gut, aber bevor du das überhaupt machst, wende ich mich hier zu. Es ist nichts passiert. Diese blöde, kleine, hässlichen Halborkin hat mich versucht zu ersaufen. Zweimal. Ja, aber Kron hat nichts getan. Ich zeige nach links und rechts. Es sieht aus wie ein richtig geiler Tanz. Ich beherrsche lediglich Hervorrufung und Nekromantie, verdammt. Ja, Nekrophilie sag ich doch. Mantie. Totengräber, das ist doch hier irgendwas bei euch mit Gaststätten. Ich nehme jetzt den Stab und hau durch alle drei durch. Irgendeinen treffe ich schon. Nimm mal bitte jetzt Rainer ins Target und mach einen Angriff. Meine Waffe. Also es ist schon gerade ziemlich auffällig, dass jeder Rainer im Ziel hat. Wie kann ich in der Kampf? Ja, jetzt hast du einen Target. Hab ich. Alle gegen Rainer. Ich merke das schon. Ich mach mal einen Bissangriff. Ich habe bloß normaler Stock, ist ja kein Kampfstab. Ja, ne, du, Rainer, du siehst das. Nee. ja, tat es. Du siehst das und in dem Moment, wo der Stab kommt, so kurz bevor es bei der ersten Illusion auch ankommt, duckst du dich runter und die Illusionen auch und der Stab geht über alle drei Illusionen drüber und also über zwei Illusionen und Rainer. Und aus dieser Bewegung, also aus dieser Hocke, möchte ich da vorne springen und ihn umtackeln. Dann vergleichen die Stärke. Ja. Das kann nur gut werden. Eine Stärke. Wir würfeln aber beide Kacke. Ihr kuschelt. Ja. Übrigens, die beiden Illusionen kuscheln auch mit dir. Ich stelle mir so vor, du rutschst mich ran. Das ist cool. Bitte hören Sie, bitte Rainer, lass mich los. Es ist in Ordnung. Was zum Teufel macht ihr beiden da? Ihr vier. Wollt ihr nicht vielleicht, in euer Zelt gehen? Ich fühle mich nicht gut. Mach ihn weg. Ich hab ihn. Ich schub's ihn leicht weg und geh. Ich will das nicht. Ich bin noch nicht bereit dazu. Kann ich bereit, so eine Bindung einzugehen? Wir können ja Freunde bleiben. Scheiß auf Freunde bleiben. Ihr werdet beide auseinandergerissen. Rainer, du landest wieder im Fluss. Kron, du fällst auf Dex. Oh oh. I'm in danger. Ich will noch nicht sterben. Dex, ja. Da landet ein Vogel auf dir. Ja. Hühnchen. Mal Kinder, könnt ihr nicht leise spielen? Tut mir leid, Dex, wir werden aber gerade magisch hier angegriffen. Und unser Gnom denkt, es ist eine gute Idee, hier Randale zu machen. Weil ihr wisst schon, dass wir heute Nacht wieder alle gen Süden oder am Abend alle gen Süden und das Lager überfallen wollen. Dex, mir ist nichts bewusster. Wir werden aber gerade magisch von jemandem hier fertig gemacht. Hört ihr mir nicht zu? Red ich Spanisch? Ich meine Orkisch. Ja, ich hab das schon mitgehört. Seid ihr schwer zu überhören. Also für mich klingt das so, als verarscht euch da irgendwer und macht euch nicht fertig. Sehen eure Elfenaugen vielleicht irgendwas, was meinen magischen Augen aus dem Sinn geht? Ja, hat euch irgendeiner dieser von dem, was passiert ist, wirklich geschadet bisher? Ich wurde zweimal versucht, was auch dreimal! Aber die Sache ist, wir müssen den Schindluder Treibenden finden. Sonst werden wir hier keine Ruhe. Sonst werden wir keine Ruhe hier haben. Also, du eine Idee hast. Gerne, aber ich kenne mich in diesem Wald definitiv nicht aus und ich habe nichts gesehen, was auf irgendwas hinweist. Dito, Illusionsmagie, Manipulation von Wurzeln. Bisschen Arcanus, Trisal, um einen Schluss zu ziehen? Ja. Gegen,
gegen 15. Darf ich mitspielen? Ja, Wissen Arcanis gegen 15. Na, ja, guck mal, Korn, kommst du selber drauf, hä? Was weil ich erstmal nachdenken denn, konnte, weil ich der Gnome aufhörte zu umarmen. Wir fangen jetzt erstmal an. Was denkst du denn, was es sein könnte? Es könnte sich um ein Feenwesen handeln. Feen spielen gerne Streiche. Es ist scheinbar unsichtbar. Es wirft mit Illusionen um sich. Heißt, es könnte sich um eine mächtigere Pixie, einen Feendrachen, das gibt doch eine andere Art von Krieg, heißt sie, glaube ich. Auch sonst so eine kleine Pixie-Art. Mhm. Es sind so die, eine Red Cap hat uns direkt angegriffen. Ja. Klingt sehr schlüssig, was du gerade gesagt hast. Das sind die einzigen Feenwesen, welche mir gerade einfallen. Welche nicht zu groß werden. Ja. Und die treiben mit ihren Schabernack. Ignoriert sie, dann gehen sie und suchen sich andere Ziele. So, und da ich heute Nacht gern fit sein möchte, dreh mich eiskalt wieder um. Wenn irgendwer anfängt zu bluten wegen der Magie, dann könnt ihr mich wecken. Mach mal übrigens einen Willensrettungswurf, Dex, während du das gerade sagst. I'm in danger. Und zwar hart. Ja, also Dex. Wenn irgendwer anfängt... Du sitzt da und fällst dann sofort um und schläfst. Sehr gut. Habe ich Magie wahrgenommen? Ja. Okay, irgendeiner hat gerade Dex eingeschläfert. Endlich schlafen. Okay. Enchantment, ne? Verzauberungsmagie. Ich muss gestehen, ich mag Gegner nicht, die ich nicht sehen kann. Wer sagt, die Sache ist die, vielleicht ist es kein Gegner, sondern einfach, wie Dex schon sagt. Aber, Rizal, ich höre dich nur ungern, aber ich bin ein Elf. Immunität gegen Schlafzauber. Ach, verdammt, du schläfst doch nicht ein. Ich hab's vergessen. Aber er hat gespürt, dass er auf ihn gezaubert wird. Das stimmt. Ja, ich ignoriere es und werde das jetzt nicht aussprechen, um die Sache nicht noch weiter aufzubauschen. Aber ja, ich habe den Zauber gesehen, dass hier gerade versucht wurde, Verzauberungsmagie gewirkt zu werden. Denke ich mal. Wenn du Jack Magic noch anhast, ja.